Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 4 gegen 4. Heute mit dem Spielmodus Giga-Mercenaries. Ja, das heißt, wenn man mehrere Mercenaries vom gleichen Typ zusammenschickt, wird es zu einem riesengroßen. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt. Geile Geschichte, denke ich mal. Werden wir auf jeden Fall eine Runde Spaß haben. Welcome to Nova. Krasser Shit. So, wir nehmen auf jeden Fall die mit. Wobei, die kann ich gut mit den Vögeln und den Harpien kombinieren. Den Sack nehme ich raus. Arkane-Verteidigung ist jetzt nicht da. Da müsste ich dann noch mal rollen wahrscheinlich. Später. Ich nehme es erstmal so, wie es ist. Klingt für mich erstmal super. Ich baue mal hier einfach so ein bisschen eine andere Art von Start. Da drüben ist eine Gatling Gun. Die hat ihre Buffs übrigens verloren nach dem neuen Patch. So, jetzt haben wir's. Nach dem neuen Patch haben die ihren Debuff oder Buff auch verloren. Das heißt, die sind jetzt einfach nur noch ganz normale Einheiten, die man hinstellt. So. Das bedeutet für mich, hier kommt auf jeden Fall noch was hin. Das heißt, hier davor baue ich dann die Tanks auf. Das heißt, ich schicke erstmal nur so ein bisschen Königaufwertung rein. Gucken wir das Ganze ein bisschen an. Okay, hier wurde mir jetzt nichts geschickt. Okay, ich spare lieber noch ein bisschen auf, dass ich dann den Wüstenpilger hinstellen kann, damit ich magischen Schaden habe. Das wäre sehr wichtig. Und dann hole ich Worker. Ah, das sieht man schon, es wird größer. Okay, ich kann den Büstenpilger nicht hinstellen. Das bedeutet, wir müssen so klarkommen. Wird eine ganz komische Art, was ich hier baue, aber halb so wild. Schaden ist auf jeden Fall da. Das ist alles entspannt. Und wir können riesengroße Mercenaries holen. Das heißt, wenn man am Ende mega viele Worker hat und dann die ganzen Drachen beschworen werden oder so, ist das krass. Hat ein Pyro gefunden. Okay, ich habe hier noch nie irgendwas gefunden, glaube ich. Kann man sich hier ein bisschen umschauen? Wie ist denn das mit den Karten? Hat man nicht eine Prozentchance, irgendwie das zu kriegen, was dann jede Runde stärker wird? Irgendwie noch nie was gefunden. Komisch. Na gut, jetzt ist die erste Turtle schon mal da. Muss eigentlich mal gucken hier. Dachs und eine Gatling-Kanone, okay. Heißt, wir könnten nächste Runde mal ein bisschen was schicken, mal gucken, was passiert. Beziehungsweise auch auf 6.
ganz schön was durchgelassen. Hat der eine Fiesta genommen? Nö. Hat keiner Fiesta genommen. Okay. Magischer Schaden immer noch nicht da. Aber halb so wild. Schicke ich mal eine Schnecke noch mit rein. Der hat schon drei Schnecken geschickt. Krass wäre das, wenn es jetzt noch Riesenschnecken geben würden. Riesenschnecken plus Gigamer-Mercenaries, dann ist es ja noch größer. Die Frage ist, wenn man jetzt hier einen Hermit schickt, ob dann der Hermit zum Beispiel auch einen größeren Buff hat und mehr Schaden macht oder so. Ob der sozusagen damit stärker wird oder ob dann einfach nur mehr Leben und mehr Damage da ist. Er hat eine Menge Aufprallschaden. Mach das mal so, bis ich dann die Rächerin bauen kann. Kleine Frontline. Ja, er kann natürlich gut gegenhalten, wenn er so viel Aufprallschaden hat. So, da ich schon sehr viel Stich habe, kann ich ruhig noch einen Worker holen. Schick auf Lila. Das heißt, ich kann das Ganze so ein bisschen noch aufwerten. Kann dann nächste Runde zwei Worker bauen. Locker zwei. Alter, was ist denn das für ein riesen Turtle? Das ist ein Triple Turtle. Mehr Leben und mehr Schaden. Soll ich keine Probleme haben. Stich habe ich genug. Oh, er hat auf jeden Fall doppelten Schaden. So, ich werde den hier aufwerten zum Leviathan. Damit meine Harpien schon mal stärker sind. Take my spear. Take my spear. Take my spear. Eine große Echse. Fett auf Freischaden, so da kann man nicht gut gegen anstinken. Also die Welle ist gerade nicht schlecht, aber da fehlt es irgendwie noch so ein bisschen an allem. Da müssen wir erstmal ein bisschen weiter nach vorne kommen. So.
Vögel stehen, hab ihn stehen. Eine Sechser-Schnecke. Krass. Ja, es wird später sehr spannend, wenn man dann die dicken Einheiten schickt, so eine Achterhexe oder sowas. Holy shit. Aber die müssen ja dann auch irgendwie einen Bonus kriegen. Sonst macht es ja kaum Sinn, wenn du nur... Wenn die sich vereinen und du hast halt nur... Ich sag mal, Leben mal zwei, Schaden mal zwei, so. Dann macht das ja kaum Sinn. So, Rächerin kommt nach vorne. Ich werde schon mit den Wüstenpilgern fett machen. Da ist der erste Drache. Das wären dann noch mehr. Ich werde sicherlich auf nächster Welle dann mal ein bisschen was schicken, so. Die kacken durch Stich ab, die hier auch, die zwar nicht, aber ist halb so wild. Einen dicken Dino oder so, wäre sicherlich nicht verkehrt. Er hat aber ordentlich geschickt. Und 80, so, schick mal einen Dino. Der ist hier. 1030 und 48. Das ist gut. So, jetzt werde ich ein bisschen von den Wüstenpilgern hinbauen. Um dann die Rächerin stärker zu machen. Weil die soll ja prinzipiell den meisten Schaden abbekommen, um dann noch stärker zu werden. Ich krieg sogar noch einen Dino hin. So, pass auf, der hat jetzt 1030 und 48. Das heißt, er müsste 96 Schaden haben. Das mal 2. Es ist einfach nur mal 2, okay. Und plus 20 Leben wohl. Sah zumindest gerade so aus. Nee, war einfach nur mal 2. Hat also nicht gerade so einen großen Einfluss, außer dass der halt dann, ich sag mal, nur ein Target hat. Statt, keine Ahnung, 8 Echsen, die verschiedene Leute angreifen. Jetzt kann ich auch nicht auf Worker gehen, weil ich genug Stich habe. Muss gar nicht drüber nachdenken. Jetzt hier einfach noch eine AP hinsetzen. Ja, jetzt schaffe ich einen Worker gerade so nicht. Na gut. Das ist aber halb so wild. Habe ich halt nächste Runde einen mehr. Der macht hier so eine Gigaschnecke. Holy shit, hat er fette Tanks. Schick mir mal eine große Echse. Schicken wir einfach mal eine große Echse, nicht Hexe. Und guck mal, was passiert. Plus 10. Ich kann die sogar auf 8 aufwerten. Nö, geht nur der Schaden hoch. Nicht der Buff wird fetter. Okay.
Außer wenn man will, dass die länger leben, macht es uns kaum Sinn. Holy shit, ist die groß! Attack Speed ist auch immer noch lahm. Der Schaden haut schon rein, aber es reicht nicht. So, wir haben jetzt auf jeden Fall das schon mal da. Der ist aufgewertet. Dann geben wir dir einfach noch ein bisschen mehr Leben. Schon mal 42,4 Worker. Das ist schon mal sehr schön. Schade, dass dieses Autosend dann immer Drachen schickt. Das ist nervig. Muss ich dann irgendwas anderes auswählen. Weil das macht einfach keinen Sinn. Der hat Arkane Verteidigung mit seinen Dachsen. Vertakt hier drüben mit dem Zweierdrachen. Ist interessant, gerade wenn man sieht jetzt beispielsweise ihn hier. Er wird übel stark oder die Hexen und die dann dicke Dinger spawnen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wo ist noch Worker? Holy shit. Der Schaden ist schon saftig, das muss man sagen. Oh, holy shit. Holy shit. Riesengroß. Riesengroß. Ist auch ein riesengroßer Dino. Jawohl. Da bin ich durch. Jawohl, Worker holen, ganz viele. Vierer Drache. Oh, da ging es schon an den König ran. So, jetzt können wir die mal ein bisschen aufwerten. Und fertig. Ich glaube, ich roll einfach mal. Gargoyle ist gut. Gargoyle ist gut. Stichschaden habe ich genug. Aufprall habe ich auch genug. Hier vielleicht diesen Ninja noch mit. Ja, so mache ich's. Jetzt kommen mittlerweile 700. Hat mir schon Kraken geschickt mit einem Ogre. Mir eine 6er Kanonenschützin gekriegt. Er macht 650 Schaden. Ja, ganz viele Worker holen, damit ich ganz viele große Kanonenschützen bauen kann. Let's go.
So. Stichhammer. Das ist ein bisschen Tanks. Sind natürlich nicht verkehrt. So, ich spare das mal so ein bisschen auf. Mach erstmal 5. Eine Achterechse. Ein Vierer Mohel. Ja, gut, dass ich noch ein bisschen was gebaut hatte. So, magischer Schaden. Das heißt, wir bauen hier so ein bisschen noch ein paar Gargoyles hin für die arkane Verteidigung. Stimmt, es hat niemand den König aufgewertet. Können wir eigentlich mal machen. Wie es aussieht, schicken wir alle noch einmal und dann wird gesammelt. Sieht zumindest für mich danach aus. Ah, 2 hole ich mal noch. Der fliegt nicht mehr, hä? Sieht zumindest nicht danach aus. So, du aufgewertet. So. Dann wird's gesammelt. Und dann schicken wir übelst dicke Dinger auf der 22 oder so. So ein bisschen Tanks noch mit aufbauen. Bin ja schon über 9000. Oh, bei mir ist noch einer rausgekommen. Der zählte nicht mehr, als ich drauf gedrückt habe. Stell dir mal vor, du machst so einen übelst dicken Kraken. Das wäre krass. So, ich guck mal schon, was ich schon schicken kann. Also Magie. Aufprall und Stich. Aufprall eher.
Huch. So. Schicken wir es auf 22, das klingt gar nicht schlecht. Man darf auch immer nicht zu lange warten, na? Holy shit, riesengroß. Kann ich mal wieder nicht anwählen? Doch. 23.800. Aufprallschaden. Hm. Schicken wahrscheinlich die mit. Haben wir schon mal 8. Der wird noch aufgewertet. Hier noch ein Falke hin und Schluss. Jetzt können wir höchstens noch ein bisschen Stich hinschicken oder so. Wobei ich könnte auch einfach noch eine Hexe reinknallen. Und ein Voreis. Voreis mit rein. Hier so eine Kanone. Ja, Leben sind auf jeden Fall da, aber das Mana ist nicht schnell genug da. Das ist ein Vierer Voreis. Oh, ach du Scheiße! Ist der riesengroß! Ich halte sogar noch. Zumindest aktuell. Jetzt bin ich durch. Der riesige Geisterritter. Ein riesiger Packleader. Okay, das war lustig. Das muss man einfach mal wieder gemacht haben, so. Sieht einfach unglaublich lustig aus. Diese riesigen Dinger. MVP, jawohl! Sehr schön. Sehen wir uns nochmal. Dann ganz schön aufgeholt. Ja, das war's mit einer Runde Legion Giga Mercenaries. Schaut euch gerne auch die anderen Videos an. Lasst ein Like da, ein Abo, wie auch immer. Ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.